Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, die Sims-Suchtis. Ja, und heute geht es endlich weiter mit meiner 100 Baby-Challenge. Wir werden heute ja, wieder mit dabei sein und Theo beobachten, wie er seine diversen Damen überredet. Da ist irgendwas kaputt, okay? Zuletzt war er hier unten. Ich habe übrigens alle Damen inzwischen platziert. Die haben eine extra Nachbarschaft jetzt bekommen. Ich habe mir gedacht, so ein einfaches Mutter- und Kindheim reicht hier wahrscheinlich nicht aus, sondern wir brauchen eine ganze Nachbarschaft für seine Damen. Und ja, gibt noch ein Video dazu, wie ich diese Häuser gebaut habe. Und ja. Könnt ihr euch dann auch noch gerne angucken. Seht ihr auch, wie eure Damen, wenn die mit dabei sind, wohnen. So, da ist immer noch Pfütze, ne? Ja, ist immer richtig was zu tun hier. Ja, da steht die Dusche, ne? Das irgendwie will das jetzt so nicht. Okay, ich glaube, da müssen wir mal kurz den Baumodus und die Dusche entfernen. Können wir die hier draußen abstellen? Ja. Okay. Dann geh mal aufwischen, damit wir die Dusche wieder hinstellen können. So, wen haben wir denn da noch? Das ist die Dame von letztens, okay. Ah, jetzt will die auch noch hier ins Bad. Ihr sollt ja alle raus aus dem Bad. Ich muss die Dusche ja wieder da reinkriegen. Techtelmechtel im Busch machen wir nochmal. Jo, Bad freuen wir uns da. Genau, alle beide weg. Können wir die Dusche wieder reinstellen? Okay. Keine Ahnung, was da im Weg ist. So. Wieso geht eigentlich kein Baby machen? Das würde heißen, dass sie schon schwanger wäre. Weil wir hatten doch vorher noch mit ihr im Schlafzimmer, wenn ich mich alles täuscht. Ja, geht mal da. Guck mal. Kein Mensch guckt zu. Nur die ganzen Leute am Video. So. Hausaufgaben musst du bestimmt auch noch machen. Ah, die sind fertig. Das ist ja schon mal was. Dann können wir unten noch was lernen. Ich habe gesagt, der muss ein bisschen lernen. Und ich habe mir vorgenommen, den mal wieder ins Fitnessstudio zu schicken. Wurde auch schon gepostet. Sehr nett von euch. Ja, man hat so das Gefühl, er wird mit jedem Baby, was kommt, etwas fülliger. Und das muss jetzt abtrainiert werden. Dann lassen wir gerade hier nochmal Runden schwimmen. Das hat ja auch schon ein bisschen was. Jetzt scheint sie zu gehen, ne? Geheimbundmitglied, was ist das denn? Okay. Wie sieht die denn aus? Okay. So was habe ich ja auch noch nicht gesehen.
Die sah aber nicht so aus, wie wir die angesprochen haben, aber egal. Ja, an dem Punkt musst du jetzt noch voll machen. Nur schwimmen. Schön schwimmen, damit der Bauch wieder schön wird wie ein Waschbrett. Super. Gut gemacht. Dann darfst du jetzt etwas runter an den Computer. Universität. Kursarbeit, Abschlussarbeit, Schreiben. Das nehmen wir mal. Ja, los. Gesunder Körper, gesunder Geist. Hat noch nicht viel gebracht, glaube ich. So, lass mal wieder ein bisschen schneller laufen. Was haben wir denn da noch? Hunger hat er auch schon wieder. Machen die noch hier? Ich denke, die war weg. Nach seltsamer Versammlung fragen. Das machen wir jetzt mal. Tja, ja, wir sind organisieren ein mitternächtliches Treffen des Gartenvereins. Ja, Garten, da passiert nichts Besonderes. Ein paar ältere Herrschaften gießen einfach ein paar Pflanzen. Oh, sieh nur, wie spät das schon ist. Okay, gut. Wenn die so rumlaufen, könnte man das als Mückenschutz vielleicht ansehen. So, jetzt darfst du noch was essen und dann geht's ins Bettchen. Ganz alleine diesmal. Ja, habt ihr es gesehen, wie er schon gegangen ist, wie ich das gesagt habe, hat den Kopf schon hängen lassen. Ja, du musst abnehmen. Schlafen. Gehst du schon runter? Gut. Ich stelle das mal da rein und da verschwindet das. Das mit der Spüle habe ich immer noch nicht geklärt. Oh, okay, dann kannst du ja gerade noch duschen gehen. Und einmal kurz auf Tö. Vielleicht gehen wir zuerst auf Tö und dann gehen wir duschen. Jetzt geht er schon in den Unterricht. Okay. Welche ist denn das? Zugeschnittene Kommunikation. Okay. Hat eine Toilette gefunden. Kann mir ja froh sein. Hier, schneller. Ah, wieder da. Genau, geh mal duschen. Ja, dann kannst du Hausaufgaben machen. Gibt bestimmt wieder welche. Wie war man denn? 10 Uhr am Morgen. Wir gehen. Sagt es ja, ne? Wir fahren mal wohin und ich zeig euch den Park. Reisen.
Nee, wir nehmen gar niemanden mit. Wir gucken, ob wir da jemanden treffen. Dabei wollte ich ins Fitnessstudio. Naja, gut. Er hat gute Laune, er hat gehört, was wir mit dem vorhaben. Thank you, Rob. Wake to do. Hier beeil dich mal. Ja, man muss schick aussehen, wenn man in die Gesellschaft von Damen geht. Genau, da haben wir es. Ich habe nämlich in Newcrest hier alles gebaut für die Damen. Da wohnen sie. Da ist noch niemand drinne. Und da habe ich den Park. Und da fahren wir jetzt hin. Hab gedacht, das ist dann schon so ein richtig schöner Treffpunkt, wo die mit ihren Kindern hingehen können, wo man die dann auch antreffen kann. Und ist eine sehr schöne Wohngegend doch eigentlich. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendjemand finden. Aber jetzt setzt er sich da erstmal hin und macht mal Hausaufgaben. So, noch ist niemand da. Ja, es ist ein kleiner Gartenteil. Na, hier zum Malen, ein Techtelmechtelbusch. Den richtigen See zum Angeln, ein Sportfeld, ja, für die Kinder jede Menge, hinten zum Grillen und da auch noch. Und inzwischen füllt sich das. Ja, guckt euch das hier an, aber von unseren Sim, ich hoffe zu treffen, die sind noch nicht da. Nee? Nee. Wer ist da? Da ist jemand schwanger. Tina Tinker, die ist bestimmt schwanger hier. Dann kommt noch jemand? Nee, das ist auch keine von unseren Damen. Das ist aber schade. Okay. Dann lassen wir ihn erstmal. Wer ist das? Nein, das ist keine von unseren Damen. Ich habe schon gedacht. Die wäre, die hier vorne wohnt. Ich habe den Namen jetzt. Moment. Sophia Blum, habe ich gedacht, wäre das. Die sieht ja so ziemlich, ja, tough und selbstbewusst aus. Aber es ist echt hier prima zum Leute treffen. Ich glaube, das war eine gute Idee. Was haltet ihr von meinen Häuserchen hier? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich jetzt doch interessieren. Ein bisschen schneller laufen lassen hier. Da kommt jemand. Wer ist das? Nein, auch keine von unseren Damen. Die wohnen direkt nebenan. Die können aber echt mal rauskommen. Ich habe ja gesagt, ich gehe diesmal nicht an den Häusern vorbei. Wir überlassen das dem Zufall. So richtig Zufall ist es hier gerade nicht. So, Sport. Du musst Sport machen. Dann gehen wir mal hier hin.
Nein, ich habe gesagt, wir fahren mal in ein Fitnessstudio. Dann machen wir das jetzt auch. Wir reisen jetzt nochmal. Wir nehmen niemanden mit. Oh, ich mag das hier vorne eigentlich ganz gerne. Da. So, jetzt geht's, jetzt wird geschwitzt. Egito? Haben wir ein Laufband für dich? Guck mal, da ist direkt noch eins frei. Meine Güte, was haben die hier manchmal Namen? Kala, Mainu, Jona. Ach du meine Güte. Gut, bezaubernd vorstellen. Ja, mach mal ein hübsches Foto. Ralph Illinois. Plain Charlotte. Lucas and Bar. Sore. Winnick Peru. Shaley. New Yapsa. Sunday. Jetzt hören die wahrscheinlich auch mit Sport. Ach nee, das geht beim Sport, okay. Ah, küsst da sein Handy auch wieder klar. Super. Geht das alles während des Laufens? Oh, das mochte sie aber nicht. Sind das hier unten? Hunger, okay. Oh, meine Güte. Wer ist denn hier? Niemand von meinen Damen, die ich treffen wollte. Ja, notfalls müssen wir dem was zu Hause hinstellen, wo wir den Hino wieder mal drauf schicken. Ah, und jetzt müssen wir erstmal essen gehen. Gehen wir da nach nebenan gleich. Da müssen wir wieder reisen, ne? Da können wir nicht so reinmarschieren. So. 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 Ja, hast du mal, ich hab schon gesehen. Schicken dich ja gleich, da kannst du dann was essen. Wo gehst du denn jetzt hin? Oh.
Mhm. Ja, ich weiß, du hast Hunger. Sollst ja aber gleich was kriegen, da Essen bestellen. Bisschen Chips da. Mal gucken, wer hier alles reinkommt. Vielleicht kleidest du dich auch erstmal um. Ravna? Pelzohin? Jasse. Ishii? Susu? Benoi? Klarpa? Pime Mosch? Ah, wir haben richtig warmes, heißes Wetter. Vielleicht können wir dem dann auch noch mal was anderes anziehen. Mal gucken, was er da denn für hat. Für heißes Wetter. Ah, kurze Hose und T-Shirt. Ah, man sieht ihn immer noch. Ja. Da muss was gemacht werden. Hm, rosa. Ich glaube, lass mich nicht einmal gucken. Ja, ja, genau. Ich glaube, von der haben wir schon ein Baby. Ja. Ja, von der haben wir schon ein Baby, aber naja. Wer kommt da? Nein, auch nicht. Auch nicht. Candy. Ich glaube, dann nehmen wir uns Candy mal mit. Yeftime Abasani. Niara. Fumu. Bonkus. So. Nee, die hatten wir auch noch nicht. Okay. Hier, du musst mit Candy rummachen. Umfred, der Hand. Oh, die ist schon sauer. Ja. Genau. Schäm dich. Schäm dich, schäm dich. Nisa Faba, Tomono Paz. Komm, geh zu Candy. Ah, ja. Bobe, Sanguinario, Yanka, Bamu, Zamba, Gosha, Rouge, Zappa, Rania, jetzt wird sie gewarnt vor den Betten, der Gefahren im Betten. Ja. Findest du noch lustig? Findest du noch lustig? Steht immer noch bei der und flirtet mit der da hinten. Ist gesellig. Okay. Kirasha Yabasani. Oka Free, Meshka, Craney, Pipsa. Rishi. Chimi Geza. Shiva, Chavina, Rinka Shalvo,
Obani. Jessene. Niba Hana. Kepisom Sir. Zumbas Gnorf Sir. Saba. Susanka. Faljoba. Wie wär's denn, damit du nach Hause kommst? Wir reisen und wir nehmen Candy mal mit nach Hause oder versuchen das zumindest. Gucken, ob sie mitkommt. Wo ist sie denn? Candy. Ja, die müsste also mitkommen. Oh, das ist super. Mal die alleine im Haus. Ja, gehen wir mal rein. Da kann man noch nichts reinmachen. Nee, aber schade. Wir gehen mal hier hin. Mal gucken, ob die mitkommt. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ah, die nimmt sie im Buchenliste. Ah, da müssen wir da unten bleiben. Hände küssen. Los. Nee, komm. Wieder runter. Quaffica, pardieu. Oh. Ja, das ist doch schon mal das richtige Zimmer, Süße. Smoosh. Aw. Balkroga. Zarfwim. Inga Chedge, Brina, Joza. Verschönern. Prestonafli. Buento per se halut. Fwids Puiva. Kann man ein bisschen was über Fitness reden. Shroof Clave. Larkum? Serebi. Oh, Jeru Kelka. Spone. Frolus. Wamba boy. Bor. Chabin Durkeem. Floopy. Eine Rose anbieten. Kann man denn da schon was machen? Nee, kann man noch nicht. Geht der erste Kuss. It's Shoop, geez. Aw, Sarbs. Fuba. Aw. Erster Kuss. Thursday. Und schon wieder. Eieieiei. Schmeichel. Ja, jetzt geht's. Ein Techtelmechtel mit Candy. Wir machen erstmal ein Techtelmechtel. Dann krieg ich da ein paar Punkte hier unten. Und dann können wir immer noch auf Baby machen gehen, ein zweites Mal. Funktioniert das? Ja! Super! Mal ehrlich, wer Candy heißt, den muss man doch vernaschen, oder? Dann gehen wir danach direkt mal Baby machen. Schon haben wir wieder einen Zappelbusch. Kendall Nochmal hübsches Foto.
ein Baby machen? Möchtest du ein Baby machen mit ihr? Komm, das schaffst du noch. Danach kannst du auf Toilette. Baby machen. Oh, honey, Oza. Kaschka. Zwei Mosch. Vinip Geschau. Das geht nicht. Die sitzen einfach nur da und quatschen. Jib, Sequinario. Bin Trip Nebo. Muchi Peachy. Aha, das ist jetzt aber nicht gut. Komm, dann geh mal auf Toilette. Vielleicht geht das dann. Dann gehen wir halt Baby im Schrank mal einladen, über Nacht zu bleiben, war da auch. Dann machen wir das zuerst. Hände waschen. Einmal müssen wir das noch schaffen heute, dann können wir wieder Schluss machen für diese Folge. Aber hier muss ja in jeder Folge was passieren. Na, möchtest du über Nacht bleiben und wir verschwinden mal kurz für den Schrank? Mein Schrank hält eine Menge aus. Super! Da kommen sie. Nein, nein, jetzt geht die. Oh, meine Güte, das ist ja richtig enttäuschend. Oh, zu schade. Naja, die kämen wir dann schon mal. Ja, ich möchte die Videos ja nicht immer zu lange machen. Ich glaube, das war es dann schon wieder für heute. Babys, wir müssen nach den Babys gucken. Wo ist das? Warum sieht das so anders aus? Oh oh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 sehe ich da jetzt. Oh, es sind zwei Babys dazugekommen. Also, 14 Kinder. wen haben wir denn da? Wer ist denn davon neu? Caliente. Caliente hatten wir doch schon, ne? Ja. Maurice. Maurice Caliente hatten wir. Sebastian, den hatten wir auch. Marina hatten wir, glaube ich, auch. Ja, die hatten wir. Anissa Delgado. Nee, ich glaube, die ist wohl neu. Jonas Hashiro. Nee, sowas haben wir auch noch nicht, ne? Nee, die zwei sind wohl neu. Ach, es wäre besser, wenn sich das alles so aneinander reiht. Aber ja, boah, die Leiste wird lang, Leute. Ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts von diesen doch lustigen Folgen verpassen wollt. Und ihr findet mich, die Sims-Damen und auch Theodor in der Galerie, also mich selber unter Elfe vom Meer. Sims-Damen werden auch immer noch gesucht und die könnt ihr hochladen mit dem Hashtag Theodors Opfer, aber das steht alles unten in dem Beschreib drin. Ja, ein netter Discord-Channel ist da auch drin gelistet, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Und ja, ich sage somit Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.